What is up, people? Ich bin zurück. Und ja, ich war keinen einzigen Tag meines Urlaubs nicht krank. Das war super. Um dann am Montag wieder mich kerngesund in die Arbeit zu stürzen. Großartig. Großartig. Naja, Hauptsache ihr habt euren Lebenssinn wieder in Form meiner Videos und das ist eigentlich auch alles, was zählt. Ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren. Obwohl, ich glaube, ich weiß noch so ungefähr, was abging. Und zwar hatten uns letztes Mal doch gefreut, dass uns anscheinend doch nicht alle hassen und haben, glaube ich, genau. Eine Mission hier unten. Okay, den sollen wir suchen. Genau, der kann uns dann wieder Aufträge geben. Ja. Groovy. Dann ist doch alles gut. Ist alles gut? Haben wir Wasser? Wenig Wasser und wenig Essen. Aber wenig Wasser haben wir ja immer. Und zwei Begleiter. Ja, Gisela und Tiffy. Ist irgendeine eigentlich von denen noch vom Anfang? Nee, ne? Ja, genau. Wir brauchen auf jeden Fall neue Begleiter. Und keine Ahnung, was noch. Ich muss gerade kurz überlegen. Verdammt. Okay, alles gut. Ich musste kurz nachdenken, wie ich gerade das mache, dass ich gucke, wie lange ich aufnehme und so. Bla, egal. Ich muss erstmal wieder in meine sonst so flüssige und deutlich gesprochene Moderation reinkommen. Oh, ein Mensch. Crossbowman. Ja, kein Ding. Komm mit. Okay. Und du wirst sein. Crossbow Girl. Hatten wir schon Uschi? Ich glaube, wir hatten noch keine Uschi, oder? Egal. Wenn ja, dann ist es auch nicht schlimm. Irgendwie wird es vom Video zu Video für mich lustiger, dass tatsächlich anscheinend es so ein bisschen so aussieht, als wäre diese Gruppe von... Wieso muss ich da weg? Okay, egal. Als würde diese Gruppe von Abenteurern, die halt aus einem merkwürdigen Trupp von kriegerisch Veranlagten Frauen jenseits der Gott, bin ich heute verkalkt. Im Kopf. Metapause. Das ist denn das deutsche Wort. Fuck. Jesus. Ja, ich denke jetzt in Ruhe drüber nach. Okay. Ja, wir müssen nämlich schnell was zu essen besorgen und wir müssen auch immer wieder schlafen. Stimmt, wir waren letztes Mal immer noch müde. Und wir holen uns noch schnell was zu trinken. Yay. Mm.
machen wir doch direkt noch was. Und wir machen uns hier ein kleines gemütliches Lagerfeuer und schlafen ein paar Stunden. 9. Das war perfektes Timing. Und ne, wir sind immer noch müde. Das ist unglaublich. Ich glaube, wir werden diesen verkackten Schlafrhythmus nie wieder hinbekommen, wie es aussieht. Aber das ist ja bei älteren Hausfrauen auch oft so, weil die auf Valium sind. Ja, ich habe nicht vor, meine politisch unkorrekten Dummheiten sein zu lassen. Oh oh. Cheetah! Ausrufezeichen. Perfekt. Was zu essen. Ich sollte mal kurz nachgucken, ob ich. Letztes Mal hat unser Mädel aus irgendeinem Grund mit dem Dolch angegriffen, statt mit ihrem Hammer. Und das ist ja irgendwie nicht der Sinn der Sache. Weil ich beides irgendwie in der Hand habe, wie auch immer das geht. In älteren Versionen von Dwarf Fortress konnte man irgendwie auch, glaube ich, so 2-3 Schilde in eine Hand nehmen und war dann praktisch unbesiegbar, weil man alles geblockt hat. Aber das wird dann irgendwann rausgenommen. Ja, okay, ich kann beides benutzen, aber ich nehme den Hammer. Badam! Okay. Und... Badam. Ja, so ein Cheater kann ich viel gegen uns ausrichten. Was? Nein! Oh Gott. Fast eine Begleiterin angegriffen. Und der Kopf ist... Wow. Ein Hammerschlag auf den Kopf überlebt, das Vieh. Versuchen, meinen Kopf zu treffen, obwohl es schwer ist. Ja, nicht geklappt. Schade. Ja, jetzt können wir den Kopf wieder treffen. Großartig. Und wir haben wieder... 11 Nahrungs-Dingsies-Einheiten. Wo sind wir eigentlich? Ein Stückchen haben wir noch. Ich glaube, wir machen da nochmal kurz in dieser Stadt hier, in der Großstadt, ein bisschen rasten, obwohl ich glaube, ich habe das letzte Mal gesagt, dass ich mich erstmal von Städten fernhalten will, weil ich immer noch Angst habe, dass wir irgendwann überrannt werden, dass irgendwelche Leute uns immer noch nicht mögen und angreifen, aber ich glaube, wir riskieren das jetzt einfach mal und wir müssen essen und trinken. Warte. Ich glaube, es war unnötig, dass ich das Fleisch immer erhitzt habe, was wir so hatten. Ich glaube, das kann man zwar, aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich schon implementiert ist, dass es irgendwie schlecht für einen wäre, wenn man das roh isst. Okay. Will ich direkt ins Schloss? Weil wenn wir angegriffen werden, wäre da auf jeden Fall die schlechteste Position, sagte er, ohne wirklich drüber nachzudenken. Und tat es trotzdem. Okay. Okay. Ja, gut. Da ist schon mal nichts passiert gerade. Scheint alles gut zu sein. Ja, wir gucken natürlich wieder nach Begleitern hier. Wow.
Lawgiver. Marx Dwarf, Spear Dwarf, ja, eigentlich nur ein paar Zwerge. Es werden dann besonders haarige Mitglieder unserer Frauentruppe. Cool. Und du wirst sein. Chantal? Hat das so geschrieben? Oh nein, Moment. Was war das denn? War das jetzt Marxdorf? Marx. Girl. Chantal. Ja, das ist alles richtig gemacht. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass unser Glück, unser bisheriges Glück daran hängt, dass wir gute Namen auswählen. Okay. Nee. Oh, Erna. Ja, langsam in den Namen. Ja. Ich weiß nicht, ob die noch so gut ins Konzept passen. Erna ist irgendwie schon zu alt eigentlich und Chantal zu jung. Aber, ja. Wow, was ist das denn für einer? Oh, ein Juwelier. Und mehr. Ja, eine Armee. Das ist es, was wir brauchen. Und dann hoffe ich, wir gucken erstmal, was die da unten von uns wollen. Bei dem Auftrag und dann wäre es auch echt cool, wenn wir viele Leute zusammen haben, wieder zu versuchen, einen von den schwarzen Türmen anzugreifen. Aber wir wissen ja, dass das nicht ohne ist. Keine starken Einheiten, aber dafür unendlich viele, beziehungsweise Nekromanten, die immer wieder beleben. Das war bis jetzt echt eine der besten Folgen, glaube ich. Das war lustig. Ela. Nee. Ela. Und nächster. Nächster. Ja, wow. Oh, Andrea. Vielleicht ist es nur persönlich, dass dieser Name oder manche von diesen Namen überhaupt für mich in dieses Konzept passen, was hier ja durchscheinen soll oder durchscheint. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich drauf gekommen bin. Fällt mir auch gerade ein. Oh, ich hätte auch echt gern einen Elf dabei. Oh, ein Jäger ist das. Aber okay, es wäre merkwürdig gewesen, einen Elf in diesem von Zwergen besiedelten Turm zu finden. Aber da ist einer. Aber es sind keine Krieger. Oh, und hier ist wieder der Untergrund. Nö, nö, nö. Ich überlege gerade, ob wir mal einen von Exalted Warrior. Okay, was heißt das? Was ist das? Ist das so ein Elite-Krieger? Weil den hätte ich dann echt gerne. Okay. Ja. Was sagt er? Ist das wieder der Text, oder? Ja. Was machst du so? I'm Exalted Warrior. Okay, sehr interessant. Kommst du mit? Oh. Ist nicht dafür geeignet, Gefahren mit mir sich Gefahren mit uns zu stellen, anscheinend.
Ah, okay. Wow. Es gibt auf jeden Fall noch Leute, obwohl wir mittlerweile eine Legende sind, die anscheinend unsere Dienste nicht benötigen und immer noch sagen, dass wir die Missionen, die uns geben könnten, denen nicht gewachsen sind. Das ist natürlich interessant. Vielleicht kommt es ja mal dazu, dass wir so weit kommen, dass wir so Missionen annehmen können. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, was es eigentlich noch so in großen Kreaturen im Moment in Dwarf Fortress gibt. Also irgendwelche Titanen und so gibt es bestimmt auf jeden Fall. So Bronze-Titanen zum Beispiel habe ich mal gesehen und Drachen wären natürlich auch. Drachen immer nett. Okay. Da wird nichts sein, das wissen wir ja mittlerweile leider. Oh. Achso, ich dachte, es wird dunkel. Und wir haben wieder Hunger. Ich warte, bis wir auch noch Durst haben, glaube ich. Jetzt haben wir auch Durst. Okay, weiter geht's. Und es dunkelt. Wie weit ist das noch? Es sind schon noch einige. Ich ziehe lieber weiter. Oh Gott, wenn ich kann. Sieht schlecht aus. Hier ist auf jeden Fall ein Fluss. Und bei Nacht würde ich den ganz sicher nicht überqueren. Ah, geschafft. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch irgendein Haus finden oder so. Keine signifikanten Strukturen. Keine signifikanten. Ah, da. Häuser. Sehr schön. Aber wo? Ah. Hi. Erstmal. Ah, ein Bogenschütze. Nehmen wir gleich mit, aber erstmal frage ich ihn, ob wir hier schlafen dürfen. Damit wir nicht geweckt werden. 8, 9 nochmal. Das war jetzt ein bisschen lang. Vielleicht haben wir dafür endlich unser Schlafdefizit aufgeholt. Sieht so aus. Cool. Was? Oh. Ich habe statt was zu trinken eine Goldmünze abgeleckt. Okay, wir haben auch nichts mehr zu trinken. Wo ist er? Da. Oh, okay, wir sind voll. Vielleicht sind wir doch noch gar nicht so legendär. Okay. Dann holen wir uns hier nochmal eben was zu trinken. Wo bin ich? Ah, da. Cool. Weiter geht's. Ah, wir sind ja schon fast da. Ich guck grad mal. Also in unserem Sichtfeld gibt's keine dunklen Türme, obwohl mich das wundert, dass das hier violett ist. Ha. Aber das ist eh jetzt ja irgendwie auf der anderen Seite der Welt. Oh, verdammt. Sieht nach einer Flussüberquerung aus.
Aber da wir alle unverletzt sind, mir hat letztens, ja, irgendwer hat in einem Kommentar geschrieben, dass irgendwer, ich habe gerade mal 3 Subscriber und ich weiß nicht mehr den Namen, das ist voll unhöflich, da muss ich dran arbeiten. Auf jeden Fall hatte er mir gesagt, dass, wow, dass anscheinend Flussüberquerungen weit weniger problematisch sind, ist, wenn die Begleiter nicht verletzt sind. Ah ja, stimmt. Und auch die ersten 500 Views. Wow, mega krass. Und weil halt ihr denkt, diese Zahlen sind beide nicht richtig, dann meine ich damit, seit ich die Let's Plays mache. Die anderen, die 1000 Views waren von einem alten Video, was ich da schon drin hatte. So ehrlich bin ich. Oh, ein Silberpfeil, den will ich fast haben. Achso, hat der den gerade geschossen? Hör auf, die Nilpferde anzuschießen. Chantal. Ist doch nicht nötig. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oh oh. Komm. Komm. Oh oh, ich komme hier nicht hoch. Wieso komme ich nicht hoch? Shit. Was passiert? Habe ich gerade aus Versehen die. Okay. Ah, wow, das war, okay, und was war das? Nein! Gisela ist abgesoffen. Das ist aber irgendwie, ja, das ist natürlich das Problem, wenn, ich glaube, es lag daran, dass ich so lange gebraucht habe, um durchzukommen, weil die folgen mir ja nur. Wenn ich noch nicht am anderen Ufer bin, dann bleiben die auch schon im Fluss. Mann, Gisela. Nee. Wie? Alle anderen haben abgesoffen oder was? Kann nicht ja ernst sein. Jesus. Oh, was? War jemand Neues? Das ist doch nicht wahr. Tiffy und Uschi. Deprimierend sowas. Ja, ich glaube die tauchen nicht mehr auf. Wir können nochmal den Fluss runter gucken. Was? Okay. Aha. Irgendwer hat gerade eine Klapperschlange angeschossen. Ich bin jetzt nicht sicher, wer das war. Auf der anderen Seite des Flusses. Okay. Wer schießt denn da rum? Oder hat einer von uns einfach darüber geschossen? Was natürlich irgendwie auch cool ist, aber wenn auch völlig unnötig und Verschwendung von Fallen. Aber egal. Ja, okay. Wir müssen die anderen alles tot abschreiben, glaube ich. Auch wenn ich da noch keine Nachrichten von habe. Okay. Nur dieses immer wieder von vorne anfangen. Und was soll das? Wer schießt denn hier auf wen? Gott, das ist mir alles komisch. Ich will hier weg. Ein Dorf. Wie schön. Ja, gucken wir auch nochmal hier kurz vorbei. Jetzt brauchen wir ja wieder neue Begleiter. Deswegen hasse ich Flüsse, Flussüberquerungen. Und denen ging's allen wunderbar. Typ, der kommentiert hat. Aber okay, ich habe, wie gesagt, es lag daran, dass ich zu lange gebraucht habe. Denke ich. Wow. Sekunde. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt oder ob das nur auf meinen Kopfhörern jetzt war. Das war eben schon mal ganz kurz. Das war so ein Störgeräusch, als würde ein Handy direkt neben dem Computer liegen, was es nicht tut. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, es ist jetzt nicht ins Video gekommen. Und wenn ja,
Okay. Ich pausiere kurz, bis ich jemanden gefunden habe. Okay, wir haben eine neue Begleiterin. Die Beate. Wechseljahre. Mann, das hat 20 Minuten gedauert. Das Wort ist mir nicht eingefallen. Das war jetzt auch ein komischer Wiedereinstieg. Naja, egal. Wo ist diese Festung? Und wieso haben wir schon wieder Durst, Mann? Ne. Ne. The Flutes of Tiring greifen mich an. Wahrscheinlich eine Diebesbande. Und natürlich sind es wieder übertrieben viele, die von allen Seiten kommen, oder nicht? Okay, ich sehe zumindest auf den ersten Blick keine Schützen. Das ist schon mal gut. Sind denn alle von mir da? Okay, zwei sehe ich nur nicht. Wir sind zu viert. Das sind auch vier auf den ersten Blick, aber es sind hundertprozentig mehr irgendwo. Und die sind wahrscheinlich wieder so mega stark. Okay, ich bin nicht sicher. Ich werde wohl versuchen müssen... Oh Gott, ich habe keinen Bock, meine Leute schon wieder im Stich zu lassen. Das ist so frustrierend. Aber irgendwie diese Überfälle sind einfach so ein bisschen OP. Das ist... Und es war sogar Tag, ja. Ich bin nicht dumm nachts rumgelaufen. Wir waren so gut wie da. Ein Schritt. Okay. Okay. Das war eine gute Runde für uns. Unsere Schützen haben den ziemlich heftigen Schaden schon zugefügt. Okay, da kommt noch einer von rechts. Kommen uns nochmal um. Von unten. Aus Süden kommen auch welche. Da. Ja, aber auch schon verletzt. Sehr gut. Okay, ich denke, ich werde versuchen, den hier mir zu greifen, der noch unverletzt ist. Ja, das ist das Problem. Unsere Schützen brauchen natürlich lange, um nachzuladen. Und wir haben drei Schützen. Das heißt, im Nahkampf sind wir voll aufgeschmissen. Und da oben sind 3 gegen 1, das ist auch blöd, ich sollte lieber da helfen. Oh komm, schießt, schießt! Ja. Okay, ein paar von denen fallen um, das ist sehr gut, wenn die denen in die Beine schießen, das heißt, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Okay. Das ist schon scheiße. Ja, die machen gerade ich weiß nicht, wie sie hieß. Auf jeden Fall wird sie gerade ziemlich fertig gemacht. Okay. Ich habe ihm auch ins Bein geschlagen. Das ist wieder sehr gut, sehr gut. Ela. Okay. Also ich komme gerade halbwegs zurecht. Aber der Rest, ich weiß es nicht. Oh Gott, ich habe schon eine Chance, den Kopf zu treffen. Jawohl! Okay, einen direkt erwischt. Das war gut. Und okay, der linke Peitschen-Typ hier ist verletzt. Den lasse ich liegen und der bringt gerade Ela um. Deswegen versuche ich, den zu bekommen. Ja, und ich habe nochmal eine Chance, den Kopf direkt zu treffen. Jawohl! Und es hat geklappt. Okay, ich weiß nicht, ob ich so gut bin oder ob die schlecht sind, aber das sieht gerade noch machbar aus. Ich warte halt darauf, dass irgendwie... Okay, der ist schwer verletzt. Ich glaube, den lasse ich einfach liegen. Versuche, meinen anderen Leuten zu helfen. Ich warte halt irgendwie so auf die Nachricht, dass mich ein Pfeil in die Brust trifft oder sowas. Dann ist irgendwie nämlich wieder Spaß vorbei. Oh Gott. Und das ist der Chef von denen. Noma irgendwas. Was? Branded Carried. Carried. Vanquisher, okay. Ja, das ist das schon mal passiert. Das ist, finde ich, super. Er erzählt uns gerade stolz, dass er Andrea umgebracht hat. Was wir halt, ja, was gerade passiert ist. Okay, was ist jetzt passiert?
Ja, genau. Dann die Nahkämpfer kommen zu unseren Bogenschützen. Das ist nicht gut. Und wo war dieser Chef von denen? Ist das... Ja, nee. Ja? Nee. Ah, da ist der Master. Oh, okay. Solange er sie angreift, das ist wahrscheinlich die einzige Chance, die wir haben, den zu kriegen, weil der ist mit Sicherheit stärker als die anderen. Rechte Hand. Ich glaube, ich lasse das den Zufall entscheiden. Der nimmt dann automatisch den wahrscheinlichsten Treffer. Okay, er pariert. Nicht gut. Getroffen. Okay, einen rechten Oberarm. Nicht besonders, kein besonders effektiver Angriff. Okay, ein paar Rippen gebrochen, ist gut. Und noch werde ich nicht von hinten attackiert, das wird gleich passieren. Okay, jetzt fall um! Okay. Okay, er dreht seine Lanze rum im Körper von Beate, das ist nicht so cool. Immer nicht den Kopf treffen? Doch, ich kann den Kopf treffen. Jawohl! Sehr gut. Aber so toll sieht es trotzdem nicht für uns aus. Ich meine, wenn der Master besiegt ist, ist es schon mal sehr gut dann, aber... Ah, ich will noch meinen Kopf treffen. Aber okay, das Gute ist, die Gegner sind auch alles ziemlich verletzt. Komm schon. Und ich kann ihn die ganze Zeit von hinten angreifen, das ist das Gute. Oh, okay, er hat mich das erstmal angegriffen. Hat aber nicht getroffen. Komm schon, Alter, jetzt fall halt um. Und, okay, und jetzt kommt auch von hinten ein neuer Gegner, das ist scheiße. Und er hat mich wieder nicht getroffen. Oh, er muss im nächsten Zug sterben. Stirb! Scheiße. Stirb! Jawohl, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, ich habe ihm mit meinem Dolch in den Mund gestochen und einen Zahn abgeschlagen. Das ist natürlich auch cool. Und er ist ausgeglichen. Ah, okay, der Master läuft doch gerade woanders hin. Das ist super. Jetzt kann ich in Ruhe hier den Typ mit der Peitsche fertig machen. Und der trifft mich gerade nicht. Okay. Ich habe mir gerade was überlegt. Mega Cliffhanger! Ich muss das Video endlich beenden. Ich dachte, vielleicht schaffe ich das noch, aber ich muss aufhören. Und ja, die Tage werdet ihr erfahren, wie dieser Kampf ausgegangen ist. Wir sehen uns das nächste Mal.